verfolgt das jetzt Bruno Thomas, der hier an führender Position sich absetzen kann. Bruno Thomas also auf dem Weg hier mit dem blauen Helm. Und jetzt guckt ihr dahinter, da war dann doch beim Start wieder nicht alles so einmal frei. Bei der Startnummer 3 Thomas an führender Position, dahinter Christian Czarnecki an dritter Stelle. Also das Finale der Junior-Klasse. Bruno Thomas und Marlon Hegner, das waren die beiden, die hier die Vorläufe auch dominiert haben. Da gucken wir mal, ob es da noch ein Junior-Klasse gibt. Christian Czarnecki und mit der 10 Daniel Schröder. Und da wird es nochmal spannend. Marlon Hegner in der letzten Kurve. Geht da noch was? Bruno Thomas, er kämpft und er sieht. Bruno Thomas vor Marlon Hegner. Jetzt gibt es hier ganz was. Geschichte. Aber Christian Czarnecki gewinnt hier den dritten Platz vor Daniel Schröder.